Animal Soft Presence. Den Amboss. Again by Matthias Hoffmann and Ronald Rand. Wer mehr lesen will, der kann das. Gut, der hat da hinten das. Was sagt denn das? Oh, das Gesundheitsamt ist äußerst übel. Könnte man eigentlich mal machen, oder? Das Gesundheitsamt draufhetzen. Einmal kann man das schon machen. Ein bisschen gemein sein. Dann wollen wir mal sehen. Klo 1, okay. Klo 2, okay. Klo 3, okay. Und Klo 4 ist auch okay, verdammt. Nächstes Mal kriegen wir dich, Dreckwink. Na gut. Aber ich muss sagen, das Spiel ist ja wirklich ein paar Jahre alt. Und es ist eigentlich von der Grafik her oder so nichts so Besonderes, muss ich sagen jetzt. Aber ich finde, das Spiel hat einfach lustig gemacht. Das Spiel macht einfach was her. Und naja, ich konnte ungekündigt ruhig ein bisschen mehr verdienen. Mir passt auch nichts. Nichts ist mir recht. Nein, aber das Spiel macht halt einfach Spaß. Und mal so für nebenbei finde ich es echt lustig. Und ich muss sagen, wenn ich Langeweile habe, spiele ich das doch ganz gerne mal. Weil ich finde es echt ganz lustig gemacht. Es ist halt... Normal mag ich ja so Spiele gar nicht, weil ich da immer versage mit diesem Plan und Geld ausgeben. Aber hier muss ich sagen... Hier muss ich sagen, dass ich erstmal gähnen muss. Professionell. Denn hier muss ich sagen, dass ich ein sehr schönes Kritzelei hier habe. Das wollte ich eigentlich auch nicht sagen, nein. Ich meine natürlich, dass ihr eine Lichtschranke kauft und dass ich das Spiel wirklich... Gut, ich spiele jetzt auch gegen den einfachsten Gegner, weil sonst habe ich auch keine große Chance. Aber... Ja, was will ich sagen? Ich finde es eigentlich so ganz lustig gemacht und... Das hat sehr gute Laune, das Gesundheitsamt. Jetzt natürlich die Frage, ist das gut für mich, wenn er schlechte Laune hat oder wenn es gute Laune hat? Weil ich, wenn es gute Laune hat, dann ist es ja schlecht für mich, weil dann sind die ja eher... Naja, dann sind die ja eigentlich nicht so streng beim Kontrollieren, oder? Aber das will ich jetzt mal testen, was besser für mich ist. Wenn die gute oder wenn die schlechte Laune haben. Das interessiert mich mal. Auf jeden Fall weiß ich, dass wenn bei mir alle Toiletten dreckig sind, ich die abgeben muss. Und das hatte ich nämlich damals ganz oft, wo ich gegen so einen schwierigen Spieler, Computerspieler gespielt habe. Der hat mir immer das Gesundheitsamt auf den Hals gehetzt. Und oh, es war furchtbar. Es war so furchtbar. Ich habe meine Toiletten immer abgeben müssen, dann hatte ich keine mehr. Und gerade hat mein Handy gebimmelt. Sehr professionell. Ich weiß, man hätte es ausmachen können. Habe ich ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Ich dachte nicht, dass mir einer schreibt. Aber ich richte es gleich mal aus. Frohe Weihnachten an mich und an euch alle natürlich auch. Wenn er gewusst hätte, dass ich in einer Aufnahmesession bin, hätte er sicher an euch alle gegrüßt. An dich und natürlich auch an dich. Und ich bekomme den Spülmann. Ich muss doch sagen, das Bild im Spiegel, doch, das bin ich. Das ist wirklich... Kommt mir sehr nahe, das Bild. Das bin eindeutig ich. So. Ich könnte mir natürlich noch eine Marmorschüssel kaufen oder ich kaufe mir gleich sowas hier. Aber ich kaufe mir lieber eine Marmorschüssel, dass ich hier erstmal alles gleich habe. Genau. Und dann habe ich trotzdem keine 20.000. Ich spare noch eine Runde. Dann gebe ich dort 20.000 aus für die Forschung. Warte. Ach hier, verdienen schon mehr. Na schön. Gut. Ich habe wegen vorbildlicher Funktion eine Medaille für Mechanik bekommen. Das freut mich jetzt aber. Aber ich habe jetzt so viel geplappert, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Nom. Frischer, lecker Eistee. Und ich bekomme... Trommelwirbel! Spannung! Eine Marmorschüssel? Eine Marmorschüssel, schön. Hätte ich es mir gerade eben auch nicht kaufen brauchen. Kommt alles wieder. Ist furchtbar. So, wunderbar. Hier hängt auch meine Medaille. Und ich tue jetzt hier mal investieren. Zack, 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 klick, 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 klick. Und forschen. Die Forschung läuft und die Forschung läuft und...
Erfolg! Große Bemühungen ermöglichten die Entwicklung der Brille. Backenfänger! Mit dieser Klobrille sitzt man definitiv nicht mehr zwischen den Stühlen. Durch die neuere ergonomische Formgebung dieser Brille dürfte so ziemlich jede Backe sich wie zu Hause fühlen. Und alle hämorrhoidengeplagten Hintern können mal wieder tief durchatmen. Es ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung war dabei. Auch hier unten das mit dem Speichschmidt. Oder hier dieses kleine Mobili mit den Toilettenschüssen. Es ist sehr süß gemacht, wirklich. Und ich würde sagen, geben wir einfach hier nochmal ein bisschen Geld aus und lassen forschen. Und vielleicht haben wir ja doppeltes Glück jetzt. Meistens habe ich dann kein Glück, so wie jetzt. Und ich sage einfach mal, scheiße. Und schau mal, wie weit ich mit meinem Geld komme. Ob ich mir denn noch hier etwas leisten kann. Jawohl. Jawohl und jawohl. So, das ist die hier. Dann drehen wir mal den Preis hoch. Dann haben wir auch die Brille. Drehen den Preis hoch, machen auch ein besseres Klopapier. Und hier lasse ich den Preis einfach mal. Und dann schaue ich mal. Gerichtet hatte ich ja schon. Dann schaue ich mal, womit ich besser komme. Auf jeden Fall, wenn ich den Preis lasse und alles. Gut, das machen wir natürlich. In der nächsten Runde. Und ich kann es glauben, dass ich schon, doch schon ein bisschen aufnehme. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ist es echt? Nicht schlecht. Die Zeit vergeht, rucki-zucki-di. Rucki-zucki-di. So, jetzt habe ich geknackst. Ich werde alt. Kennst du das auch, wenn du aufstehst, einfach nur so extrem schmerzhaft knackst? Alle in deiner Umgebung machen und dir es eigentlich gar nicht wehtat. Ich kenne das ganz gut und ich muss sagen, ich knack's auch sehr, 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 sehr viel. Die kann ich mir nicht leisten, na gut. Aber ich versuche wenigstens nochmal hier in die Forschung reinzuhauen. Klick, 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 klick. Und forschen. So. Ich forsche und forsche und forsche. Ja, Weihnachten ist bald vorbei. Und wow, ich komme nicht zum Reden. Glaubst du es denn, ne? Intensive Forschungen führten zur Entwicklung der Spülung Fäkalmarodeur. Diese Klospülung unterscheidet sich von ihren Vorgängermodellen in ihrem Zweikammersystem, das einen großen Spüldruck bei ausgeglichener Druckverteilung in beiden Hälften der Schüssel erzeugt. Durch die doppelten Spülketten ist die genaue Abgleichung der bilateralen Fäkalflutungen gar kein Problem. Ich meine, klar, bilaterale Fäkalflutungen, wer kennt das nicht? Das ist natürlich ein altbekanntes Problem fast, ne? Und wer kennt das nicht? Aber nun gut. So, ich kaufe hier mal 4 Stück. Und dann kommen das dahin. Da werde ich natürlich wieder mal probieren, was hier besser ist. Das dahin. So, da muss ich aber auch wirklich richtig draufklicken, damit es geht. So. Und hier wird einfach nur das Ding hingebaut. Und dann gucken wir mal, was wieder besser ankommt, ne? So, das hat wieder übelst schlechte Laune, das Gesundheitsamt. Aber ich habe eine Idee. Und zwar tue ich jetzt hier mal für 10.000 der Kotzkurt. Ich weiß nicht, für 10.000 lohnt das sich, wenn das so billig ist? Wird er dann nicht eher erwischt? Das ist jetzt die Frage, ne? Ich versuche es einfach. Oder ich gebe hier den Besten aus. Ich mache das und dann schicke ich den da mal hin. Und dann drücke mir die Daumen. Yeah, hat Erfolg. Geil. So, und dann schickt man das Gesundheitsamt hin. Das ist ja echt, also, nee, geht gar nicht, ne, wie die Toiletten aussehen. Ich weiß, ich bin schon gemein, aber es gehört zum Spiel. Und man sieht ja, die Toilette ist okay, die ist auch okay, die ist okay und die letzte, toll. Für was habe ich denn Geld ausgegeben? Oh Mann, na gut. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, es ist bald Weihnachten und Silvester kommt auch. Ich wurde befördert. Das Jahr ist dann auch schon wieder rum. Es geht alles so fix. Ich weiß noch letztes Jahr, wie ich Silvester gefeiert habe. Das war vor einem Jahr. Das kommt mir so knapp vor. Und das ist schon wieder so lange her. Das ist Wahnsinn. Weiß man gar nicht, was man sagen soll. Es ist echt, boah, voll fett krass. Nee, das ist echt, boah, ist echt schlimm. Aber
Ich weiß ja nicht. Ich bin ja jetzt theoretisch befördert worden.